Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Wir sind heute im Snapshot 18W16A, der kam gestern raus. Und diesmal ist nicht zu viel, dafür einige interessante Sachen. Und ja, wir fangen mal mit ein paar Kleinigkeiten an. Und zwar zum Beispiel kann ich euch zeigen, einen Moment. Zack, gehen wir mal hier hin. Und holen uns mal die Turtle Shell hier. Es war ja bis jetzt so, dass wenn man die aufgesetzt hat, man bekommt immer noch den Effekt klar, dass Partikel aufgestiegen sind. Und das wurde geändert anscheinend. Das heißt, man hat mit dem Helm jetzt nicht mehr die Effektpartikel, weil man bekommt den Effekt ja nicht von einem Trank, sondern hier von einem Gegenstand. Genau. Die haben sie auch ein bisschen genervt. Das ist also nicht mehr ganz so stark. Zum Beispiel, beim Trank weiß ich es gar nicht. Ich glaube, da haben sie aber auch das Ganze ein bisschen runtergesetzt. Es war auch relativ stark. Genau. Dann haben sie bei den Conduits Powers was geändert. Wir hatten ja da vorne unseren. Und ich glaube, das war letztes Mal nicht zu sehen, weil ich die Partikel ausgestellt hatte. Bis jetzt sind nämlich immer Blitzpartikel zu dem Conduit hingegangen. Jetzt hat das wurde das geändert und ihr seht, da sind jetzt die Partikel, die hier auch als Effekt angezeigt werden. Das heißt so, ja, mir kommt so vor wie kleine Augen. Genau, aber das ist halt jetzt auch noch geändert worden. Dann in den Unterwasserruinen spawnen jetzt die Ertrunkenen. Und das macht ja schon Sinn. Dann sind sie mituntergangener von Atlantis, im Prinzip von den versunkenen Städten. Das ist eine ziemlich coole Sache. Zudem ist blaues Eis, was ja bis jetzt immer sehr, also von den Items her konnte es ja immer die Blöcke weiter transportieren als Packed Eis und das normale Eis. Das wurde geändert, jetzt ist jetzt weniger slippery, das heißt weniger, fällt mir das deutsche Wort jetzt nicht ein, super. Die Sache ist alles noch auf Englisch, auf Wiki auch, deswegen slippery, also rutschig, genau, das ist das deutsche Wort dafür. Und dann noch eine Sache, und zwar Korallenfächer, die wir ja schon kennen, spawnen jetzt auch natürlich. Und ich habe nach einem neuen Korallenbiom gesucht, das dauert aber zu lange, aber da ist mir eingefallen, es gibt ja noch eine weitere Sache. Und zwar, wenn wir mal aus dem Spiel rausgehen und in Singleplayer reingehen, New World machen, die nenne ich jetzt mal Koralleninsel. So, geh mal Creative und jetzt gibt es nämlich eine neue World Type, also neue Welttyp und zwar Buffett. Was kann man damit machen? Damit kann man sich ein einziges Biom aussuchen. Ihr seht, hier gibt es alle Biome, die es gibt, auch das Oberwelt, die End. Ich glaube, es gab auch noch den Nether. Nicht. Ah ne, anscheinend nicht. Nur Overworld oder das Ende. Ach so, klar. Nur in den beiden gibt es ja verschiedene Biome. Genau. Und da kann man sich jetzt jedes beliebige Biom aussuchen. Und ich will einen warmen Ozean. Den müssen wir jetzt mal suchen, wo der hier ist. Warm Ocean. Dann klicken wir auf Done. Das heißt, wir haben jetzt eine Welt, die komplett nur aus warmem Ozean besteht. Da kann ich euch nämlich auch zeigen, wie die Korallenfächer aussehen. Ich habe selbst noch nicht gesehen übrigens. So, dann bei denen ist es auch so, dass die Chunks ein wenig anders generiert werden, beziehungsweise dass das möglich ist. Ich vermute mal, um nicht zu viele Chunks zu laden oder so. Genau, hier sind die Korallenfächer oder Coral Fans, die jetzt hier auch wachsen. Oh je, sieht das aus. Guckt euch das mal an. Schon oben alles hell erleuchtet, dank der Seegurken. Da wird man doch bescheuert, oder? Guckt euch das mal an. Die Core Fan, die Core Coral, die Core Blocks. Dazu dann die Seegurken, die hier überall rumstehen und Licht geben, hier oben zum Beispiel. Übrigens sind diese mehrfach kleinen Blöcke ja jetzt auch so eine neue Sache. Die sind ja mit den Eiern der Schildkröten kommen und eben mit den Unterwassergurken, Seegurken. Das ist eigentlich auch eine recht nette Sache. Weil so, stellt euch mal vor,
diese Gurke wäre so irgendwie so ein riesiger Block oder so. Ich finde, das sieht mit den Vieren schon etwas netter aus. Ja, aber so sehen die Korallenriffe jetzt aus. Die sind ziemlich voll. Gibt's halt nicht zu häufig, aber ja, ab und zu gibt's die halt noch, klar. Oh ja, kann man hier schön durchschwimmen. Hier gibt es ja auch noch die tropischen Fische und alles natürlich. Eigentlich sollten die sogar relativ zahlreich sein, aber irgendwie sehe ich gerade relativ wenige. Hier sind jetzt ein paar, ja, ich glaube jetzt fängt es an, so dass die eher ein bisschen spawnen. Genau, hier ist dann auch ein Delfin. Oh, guck mal, selbst nach hier unten hat es noch welche verschlagen. Die mögen es anscheinend ziemlich warm. Das ist auch interessant. Hier hängen sie noch an der Seite, wachsen zum Teil drüber. Aber von oben sieht das einfach wirklich krass aus. Das nehme ich mir gerade als eine der Screenshots. Aber ich muss sagen, mit diesen seitlichen Sachen, das hat auch was. Allerdings finde ich, spawnen die sogar für mich ein bisschen zu oft. Das ist dann an manchen Blöcken einfach übermäßig viel. Hier ist noch ein Bug beim Wasser. Das ist ja auch schön. Das sollte natürlich auch nicht so sein. Zu diesen Buffets noch ganz kurz. Es wird von Mojang wird gesagt, dass eben vielleicht noch mehr Sachen dafür zum Einstellen und so wahrscheinlich dazukommen werden. Darauf bin ich mal gespannt. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel keine Lust habt, so ein riesiges oder ein gefrorenes Biom zu suchen, weil die halt auch echt selten sind und das irgendwie zeigen wollt oder drauf spielen wollt oder sonst was, dann könnt ihr das eben jetzt durch die Buffett-Welt ganz einfach machen. Aber gut, okay. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Montag zu einem neuen Video, beziehungsweise dann, wenn ein neuer Snapshot rauskommt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Bis dahin. Ciao.